ich bin da heute bei dir und ich möchte da jetzt ein neues Spiel zeigen, das wir wahrscheinlich auch bei den Spieletagen spielen wollen, was das Spieluniversum ist überall. Ja. Lucky Number hat Möglichkeit für 4 Spieler, halt man das, macht auch nichts. 4 Spieler. Mhm. Es geht um Kleeblätter, ganz lustig. Ja, Kleeblätter, sieht man das schon, ja. Die man in einer Reihenfolge auf 4 Tableau, jeder Spieler hat seines. Okay. Zu Beginn des Spieles sind alle Karten umdreht. Ja. Man nimmt sie 4, zieht man raus. Ich schnapp jetzt da einfach welche. Ja, genau, nimm einfach mal. Und diese 4 muss man jetzt, ich mach's bei dir, in der Reihenfolge einmal so anlegen. Auf die goldenen Felder, glaube ich, gell? In der, genau, so in der zu Beginn. Diagonale. Eine aufsteigende Reihenfolge, genau. Okay. Und dann ist der große Spaß eben, man hat jetzt die anderen Mitspieler machen dasselbe. Ja. Man zieht sich immer einen Stein, ein Kleeblatt eigentlich, schaut, brauche ich es. Mhm. Du wirst sagen, das brauche ich, das kalt ich mir. Weil, ja. Okay. Weißt du, wo wir, man konnte es jetzt zum Beispiel da herlegen, weil man halt eben aufsteigend das zu machen. Er kann es da herlegen, macht er. Ich konnte sogar sagen, nein, das nehme ich mir nicht. Ich probiere es lieber mit einem Neichen. Das Neiche, ob das war jetzt der 20er, den nimmt er sich auf jeden Fall. Weil dann tut er den 19er weg. Aber man hat einen Zug verloren. Also ich spiele. Der ist ganz kurz vorhin, du hast das sehr schnell erklärt. Also entweder man nimmt sie an und setzt auf ein freies Feld. Genau. Oder man nimmt sie an und tauscht es mit einem bestehenden aus. Genau, genau. Ah, okay. Und wenn es natürlich jetzt austauscht, hast du ja einen Zug verloren. Du hast zwar das Glück, dass du jetzt die Zahl hast. Aber du hast ja dann verbraucht, weil es kein nächstes Feld verlegt ist. Weil natürlich jetzt, du hast einen Austausch. Das zufällig und ich gehe mal davon aus, du darfst die Zahlen nicht irgendwie legen, sondern es gibt da auch eine Regel geben, es oder? Es gibt immer so, dass man immer von hoch auf... Das ist von niedriger auf hoch, glaube ich, oder was? Ja, siehst du zum Beispiel, da kann man 5 einer geben. Das wird Zeile für Zeile gerechnet? Ganz egal, nachher gerechnet wird gar nichts. Nein, die Regel... Gelegt kannst du tun, du kannst da jetzt sagen, ich lege... Jetzt habe ich gerade eine blöde Zahl in der Hand. Du kannst ja sagen, ich lege den 15er da rauf. Ja, okay. Das macht auch nichts. Ah, die hat weil du lassen. Erhoffst ja, da kommt ja vielleicht der 18er. Ja. Es muss nur so, dass die Zahlen aufsteigend sind. Waagrecht und senkrecht. Waagrecht das und senkrecht. Das ist alles. Okay. Das ist das ganze Spiel eigentlich. Wer als erstes sein Platten fertig hat, ist Sieger. Das sind 4x4, 16 Förder? Genau. Okay. Manchmal scheitert es oft wirklich auf ein, zwei Kleeblätter. Und ich gehe davon aus, umso niedrig, umso weniger die Abstände sind, umso besser. Kann sein, kann aber auch nicht sein, weil zum Beispiel den Vierer kannst du sagen, den tausche ich jetzt, ich habe da gerade gesehen, da liegt der Einser, den hat der andere, den habe ich zum Beispiel hingelegt, die brauchen nicht. Ja? Mhm. Dann wirst du wahrscheinlich sagen, den nehme ich mir. Okay, das habe ich auch richtig verstanden, du musst einen Chip nehmen, entweder einen verdeckten oder einen offenen. Genau. Und dann legst du ihn entweder auf ein freies Feld oder du tauschst aus mit einem bestehenden. Genau, wo würdest du jetzt hin tun? Ja, da, also meine Vermutung wieder mal oben links möglichst niedrig und unten rechts möglichst hoch. Genau, weil genau. Das wäre das Optimum. Nicht, das tust du dann weg und wenn ich jetzt zum Beispiel war, dann konnte ich sagen, ah, den Vierer brauche ich eh, weil ich habe da einen Zweier, einen Dreier, dann lege ich den Vierer da her. Ah, okay. Also man legt eigentlich das Blatt, das einfach 4x4 ist, nicht groß, mit Zahlen an. Die Zahlen gibt es von 1 bis 20. 20. Das jeder spielen kann, die Zahlen sehr groß. Ja, das stimmt. Und ich glaube, mit dem Spiel haben wir wieder für heuer so einen Absacker für die Erwachsenen, sagen, also die Füße-Spiele spielen, die oft 4 Stunden dauern auch. Genau, sagt, da kann man auch einen Absacker. Oder einen Starter. Oder ein kleines Kind habe, der geht gerade in die zweite Klasse, bis 20 kann er. Mhm. Und da lernt er auch die Zahlen aufsteigend oder zum Leben. Ja, lässig. Ich glaube, soweit. Ja, so kannst du dir das vorstellen? Ja, Gretti, das werde ich gleich probieren. Genau, und bei den Spieletagen werden wir es eben gehört sein. Jawohl, genau. Machen wir. Dann bis zum nächsten Mal. Alles, dann bis gleich. Genau. Dann bitte ziehen, zeigt euch ein Blättle. So, dann tun wir sie aufdecken. Ja, nein, das ist klasse, gleich mal. Eieieiei, das ist spannend. Ich hab da mal 4, 11, 11, 18, 2 Zahlen, das ist immer schlecht. Was du hast? Was hat der Tobi? 3, 5, 16, 19. Und du hast 4, 9, 10, 14. Ja, wird wieder eine heiße Partie. Tja, aber wir haben dasselbe. 4, 4. Ja. Na, Vanessa, du fängst an. Danke. So, was haben wir denn? Oh, 6. Ein 6er? Da geht sich bei dir aus? Da geht sich auch wunderbar aus. Tobi hat einen 13er. Nein, das geht nicht.
Das ist schon gar nicht. Oder ist es auch da hin im Kino? Okay. Dann gehen wir weiter. 3 ist schon schlecht. Darf ich schon austauschen? Fang gut an. Glas. Bitte. Was hast du? Ein Zwölfer. Ein Zwölfer hat es. Den tun wir gleich da. Nein, da also nicht. Nein, da. Da gar nichts. Vier, du nimmst den Zwischen. 54. Ja, das ist perfekt. Das ist super. Mhm. Was haben wir denn? Ja, Glas, der nächste Austausch. Gute Partie. Gut. Du hast einen 13er. Das darf ich, gell? Ja. 15 darf ich da herlegen? Du darfst ihn da herlegen. Nein, darfst nicht. 16er. Ja. 15 ist kleiner wie 16. Und 15 ist echt wie 13. Geht auch nicht? Geht auch nicht, du musst austauschen. Du kannst das Spiel da herlegen. Ah ja, stimmt. Stimmt. Weil das Seche ist es 5. Ja, das ist eh. Ja, dann nehmen wir die 3, ne? Weil schon so da fest liegt. Ein 1er. Hey, 1 ist gut. Ich glaube, du wirst austauschen. Ja, dann tausche ich mal den aus. Mhm. Was haben wir denn? Ein 9er. Ein 6er. Muss am Strich unten schauen. 6 ist kleiner als 15. Natürlich. Ja, darum geht's aber nicht. Nein, du kannst nicht. Du darfst nicht mal eine Hecke legen. Schau, die Vanessa hat schon vorher draußen. Juhu. So, ich nehme mal einen 4er. Aber weil er da liegt. 2, 3, 4. Hm? Ja, fein. Ist schon wieder ein 1er. Das ist jetzt natürlich ungut. Nein, aber ich liegen lassen. Nicht. Du wirst dann liegen lassen. Weil ich habe jetzt den schon. Ja. 1er. Das ist natürlich bitter. Eieiei, ihr seid aber gut unterwegs da. So, ich habe einen 10er erwischt. Und der geht. Der geht, der geht. Oh, du hast 2 Öfer. Ja, das ist noch ziemlich doof. Mhm. Keine Ahnung, wie du willst. Ich tue den 6er aus der Tasche und tue einen 2er her. Jawohl. Das geht, oder? Jetzt ist ich. Dann nehme ich jetzt meinen 6er. Wo legst du den? Nein, dass du den nehmen wirst. 17er. Sehr gut. Ich habe einen 16er erwischt. Das ist halt sehr bescheiden. Weil ich aber hätte den Ansatz genommen, aber. Hätte noch austauschen müssen. Ja, ja, ging da. Ja, waren die auch gut dazu. Ja, dann tue ich mit das austauschen, 14er und den 16er da oben. Ja. Das ging halt. Ja, ja, ja. Ich habe noch kurz überlegt, ob das für mich gescheit ist, was du tust. Wieso glaub, soll ich es nicht scheiße? Hey Tobi, da ist mein Name drauf gestanden. Außerdem geht das so nicht. Nein. Oh, oh, du musst was Hecher für 15 legen, da rein. Da gegangen hat es, ja? Da gegangen hat es, ja. Okay, passt dann nicht mehr da. Aber jetzt sind dann sie mein 14 einfach. Wer hat dir das erlaubt? Eieiei, ich bin ein 20er. Aber ich bin schon 16. Ja, ich habe ein 20er, hilft ja nichts. Ja. Wie schaut es bei euch aus? Ein Fuffi. Ein Fuffi? Ein 50er. Das ist aber ein 15, nein. Ein 15 ist kein Fuffi. Ein Fuffi ist was anderes. Wie tust du her? Spannend. Das wird nicht gehen. Also mein da. Nein. Ja, dann tue ich das austauschen. Dann austauschen. Geht das sehr wohl. Das ja, das geht. Ah, Tobi! Wieso nimmst du nicht mehr sein? Selbstverständlich, nein, nein, nein. Das geht nicht, du hast schon einen 13 eigentlich, aber ist ja wurscht. Ich kann aber runterlegen. Da hat er aber, ja. Ah ja, weil das kleiner ist. Mhm. Das muss ich mir größer legen. Ah ja, stimmt. Ei, jetzt krieg ich wieder 20, was ist denn da los? Ja, ich muss den Problem liegen lassen. Los von mir. Aber ich bin halt so gemein und tue mir 24 gepitzen. Das ist sinnvoll war, weiß ich nicht, aber. Ja, für mich schon. Nein, du hast halt da hast die 2 Zahlen dann schon liegen, weißt du? Kann aber nicht den 18er da herlegen, weil der Hecher ist. Bitte, du hast den 18er nicht da herlegen, weil das gleiche Zahl wird? Nein? Nein, den kannst du nicht nehmen. Entweder liegen lassen oder das austauschen. Nein, da liegen lassen. Ja, genau. Dann hol ich mir ihn nämlich. Ja. Nein, ich hätte wirklich nicht den Kino mit dir zu sagen. Ja, ich mache jetzt nicht so einen Gretchen Move, ja, sondern das war jetzt wirklich mal so. Das. Ich tue das einmal aus. Das macht halt nur die Grette. Die ist ja gemein. Da tue ich die 18er da her. Ja,
Das heißt, ich muss einen niedrigen oder einen höheren Netz legen. Da niedrig und nein, nein, niedrig oder höher. Deine passt. Oh niedrig, höher. Na, gleich geht nicht. Gleich sollte nicht. 15 auf 15 geht niedrig. Da liegen da 16. Ja, das geht. Das geht. Boah, du hast mit drei Felder. Was ist denn da eigentlich jetzt verkehrt? Siehst du das erst gerade? Hast du halt nicht geschummelt, oder? Nein, ich bin geschummelt. Ich denke mir noch, wenn ich da jetzt nur einen Hecher herlege, einen niedrigen herlege. Jetzt fällt mir das erst auf. Ich glaube, ich hab's noch nicht ganz so raus. Ne? Ich glaube auch nicht, wenn ich mein Tod unten wird's Hecher, unten wird's niedriger. Das ist ja furchtbar. Das heißt 19, 78. Das heißt, du brauchst halt 7 bis 15 zum Beispiel. Oder 7 geht da. Ja. Ne. Das ist der falsche. Ich würde nicht aus. Ja, macht keinen Sinn. Wir haben beide schon unseren 20er, weißt du, das ist Wurst wie Käse. Nein, danke, okay, weil. Also, das Gescheite ist das Auspaschen. Das ist jetzt, wenn ich den da herlege. Ja, was passiert dann? Mein 18er brauche ich trotzdem. Schwierig. Alter, ich meine. Also, du willst dich nicht ganz blöd anstellen, haben wir, glaube ich, schon ziemlich Gewinner. Ja, am 5er habe ich. Also, ein 8er, das heißt, ich darf wieder hin, ein du hast ein niedriger, das sehe ich. Ja, ja, also, dann bin ich fertig. Bleib da liegen. Bleib da liegen. Ja, der hat jetzt gleich gewonnen. Wir müssen abgasen. Ja, wir müssen jetzt richtig angasen. Aber nicht mit dem, was ich da kriege. Das ist auch immer. Du schau mal, wie ich habe auch nicht viel bessere. Daniel. Das ist so gescheit, das ist jetzt du. Nein, das war nicht gescheit. Ja, ich muss den Öfer wegbringen sowieso. Das war schon gut. Jetzt habe ich einen Öfer. Ja, fein, fein. Nein, der geht da aber nicht. Da? Nein. Nein. Nein, lust so wie. Du kannst nicht vorne nicht. Das ja. Was du meinst. Aber ja, es wird aber haglich. Danach will ich. Ja, okay, es ist so haglich. Ich sehe noch einen. Ja. Nein, geht nicht. Der will immer nein, hecheln. Geht nicht. Da kannst du nicht hin. Okay. Aber bin ich eh nichts übersehen. Mir kommt das komisch vor, dass du 10, 16, 18 Minuten. Ha, ich weiß, wo der Fehler liegt. Ich weiß, wo der Fehler liegt. Da gibt es keinen Fehler. Ich sehe sie, was du nicht siehst. Ja, dann sag mal's. Wo ist er denn? Ja und? Wo ist er denn? Das ist, was sind für eine Pille? Der kehrt da auf. Nein, wieso kein Affe? Das sind nur die ersten Zöllen, die erst verlegen. Nein, nein, passt schon so. Okay, ah. Alles aufsteigend, alles aufsteigend. Perfekt. Ja, weil der auch Roma ist, dann habe ich. Das ist Wurst. Okay. Ich bin dran, oder? Mhm. Ja. Das heißt, du brauchst jetzt einen heißen. 7. 6 oder 7er. Ungefähr, ja. Und dann hat er fein. Die ja, aber den muss erst mal ziehen. Den muss erst mal ziehen. Das ja, ist über den Nenner. Das ist jetzt nicht so prickelnd. Ein Nenner hab ich auch. Ja, ich werde es eh mal gewinnen, wie du wirst. Es ist ein neues Spiel. Ja, genau. Ich reg mich nicht mehr auf. Ist ein reines Glücksspiel, ne? Darum auch die Glücks. Da die 14, dann haben wir da hier. Nein, da. Ja, das ist ja, das ist so. Oh. Nein, das ist ja der 6. Geht das? Nein, es geht nicht. Nicht? Nein, da passt der 7. 7, nein, da machen wir so dann. Wo ist der her? Wo ist der her? Da ist er gelegen. War der offen? Ja, der war schon. Ja, dann darfst du ziehen. Dann darfst du schon. Nein, du bist du jetzt beschummeln. Ja, nein, ey. Das heißt, wir dürfen jetzt kein 7 rauslegen, okay? Nein. Das war nett von dir, du hast jetzt kein 7 rauslegen. Nein, hab ich nicht vor. Ja, supi. Ich komme überhaupt nicht raus. Wer ist das Quinter? Das zeigt mich nicht. Am 5er. Ein 5? Den hab ich schon. Das ist Wurst, was du hast. Du darfst nur nicht die Angrenzung haben, aber du kannst es sowieso nicht legen. Nein. Du kannst austauschen, was du nicht tust, weil du müsstest dann in 7 ja, nämlich gehen. Nein, das ist mich. Genau, danke. Da hat er noch 8. Du bist, du oder? Mhm. Ja. 19. Ja, das ist ja wirklich ein langweiliges Spiel. Das ist Puffi. Nein, 15. Also wenn er Fuffi 15 war, dann geht es um niedrig viel beim Fuffi. nein? Nein. Da? Nein. Da? Ja. Ja. Na,
wie damals eigentlich, ich habe den Fall noch nie gehabt, was damals, wenn alles offen ist und die können alle nicht mehr legen. Ja, das dann haben wir ein Scherzproblem. Vier. Du also hast nicht, schon vier. Das ist Wurst, ob ich es habe oder nicht. Nicht austauschen, sind wir. Du eh nicht. Okay, dann ja, kein Siebener. Ja. Da, also, ja, da kann ich nicht legen. Du. Ups. Was haben wir denn da? 17. 17. Nein, oben musst du liegen. Gar nicht in sie liegen. Geht nicht. Nicht? Ja, was, ich bin jetzt blind. Nein, kannst nicht liegen. Nein. Musst du liegen lassen, Schatz. Liegen ja, lassen? Was ist, wenn ich den 14er oben tue? Ja, du kannst austauschen mit einem bestehenden, das geht schon. Ja. Das heißt, du nimmst den 14er aus, dann nimmst du den 15, 17 rein. Geht nicht. Also gerne. Naja, eben. Komm in den 15. Nein. 8, ne? Ich glaube, die brauchst du, gell? Ich glaube auch. Weil, warte mal, jetzt komm ich gerade drauf, du kannst ja gar nicht gewinnen. Wieso? Du kannst ja gar nicht gewinnen so. Wieso? Ja, weil da kein Sechser geht. Du darfst nicht 6 wie ein 5er legen. Du wirst den austauschen, sehe ich gerade. Weil sonst kannst du nicht gewinnen. Wie meinst du? Ich hab gerade vor. Nein, schau, der kann den 7er gar nicht herlegen. Weil der zu hoch ist. Weil der zu hoch ist. Ah, ja. Sieh erst jetzt. Dann willst du dich gegen einen 6er austauschen. Bin ich dumm. Du musst den 5er wegbringen. Gut, dass du mir zugehört hast und gelacht hast, was ich gesagt habe vorher. Ja. Das glaube ich. Aber es war Blödsinn, es war nicht platziert. Ich habe das selber erst jetzt gecheckt, dass du den 5er nehmen hast. Alles gut, Daniel. Bin ja nicht so wie die Kräfte. Lara. Nein, ich darf ihn nicht austauschen. Ja, warte mal, ja, ich bin ja noch gar nicht, ich bin noch dran. Was hat denn so für ein Plattel? Ein Zweier. Du kannst aber nicht verlieren. Ja, dann hast du in der Mitte gelegt, dann bist du fertig. Ich wollte austauschen. Ja, mit einem Bestehenden von dir. Ja, das komm, sag ich ja. Ja, dann nimm ich aber in die Hand. Das lege ich nicht, gell? Ja, aber kann ich was anderes ausziehen? Zweier, ich wollte den Zweier nicht, ich wollte. Es geht gar nicht. Du hast ihn ja aufdeckt, den Zweier. Also ja, nein. Es geht gar nicht, ich kann ihn gar nicht austauschen. Ich brauche 7 oder 6. Das liegt kein 7 und kein 6er. Das ist das, ich muss einen liegen lassen. Aber nicht den. Nicht den 5er. Du musst viel höher fahren, damit du da hinten was niedriger anlegen kannst. Das heißt, du müsstest dann 8er einlegen. ZB. Oder nur höher. Und höher umso besser. Oder ein 10er. 14 darfst du nicht legen. Also, ein 10er? 10, 11, 12 oder sowas in Richtung sollst du legen. Genau, und jetzt haben wir dann ein Problem. Mhm. Jetzt brauchst du einen Neiner, dann hast du einen nämlich. Und der liegt nämlich da. Und ich kann jetzt nichts mehr legen, ich hab schon einen Teil. Nee, so, ich kann den auch noch nehmen. Ja, stimmt. Aber das ist jetzt die Frage. Bitte nimm den, dass wenn ich nicht bin. Wenn müsst nicht du den Neiner haben, ne? Der ist doch so schön. Du kommst ja nach hinten dran. Jetzt bin ich dran, dann bist du dran. Eben. Aber wenn ich mir jetzt nicht den Neiner nehme, dann müsstest du den jetzt du nehmen. Ja, wo soll ich denn hinlegen, was deiner Meinung nach? Ja, legen kannst du. Das ist ja das Thema. Wo? Nur die Frage, ob willst du haben oder soll ich mal ihn nehmen? Nimmst du den du bitte. Okay. Da warst du. Vor der Win. Vor der Team. Das ist so gescheit, wie so blöd. Hey. Da bitte. Thank you. Warte mal. Ist da eh kein Neiner da? Haben wir eh nichts übersehen? Ich sag nichts. Nein, aber mein Neiner kann ich auch nicht legen. Was braucht er denn? Er braucht einen 7er. Mhm. Ja. 4, 5, 6, 7. 7 hat liegt kurz. Da ist ein 5er. Liter. Ja, ein 6er liegt auch da. Ups. Ein 5er liegt da. Nein, hab ich wieder verschaut. Ja, was tun wir da jetzt? Ja, wir verloren haben wir. Also, der Tobias hat gewonnen. Aber wir machen das jetzt vor der Win, ne? Ja. Ehre den Gewinner. 14. Legen irgendwo hin. Nein, der hat nicht gelegt. Also. Ja? Ja, doch, da unten geht schon. Ja, unten 15, 14, 14 kleiner ist. Das heißt, jetzt brauchen wir noch 5 und noch Gunner. Jetzt schauen wir nochmal auf, ob ich kein Plätzchen gekriegt habe. Aber ich glaube schon, ja. 13, 8, 5, 3. 3, 5, 8, 13, 15, 15, 16. Das könnte nicht gegen den 6 austauschen. Unglaublich. Hast du uns aber gescheit abgecashed da jetzt? Ja, das ist ich glaube, noch ein Plätzchen auch gekriegt bei den Zahlen, gebe ich zu, aber. Ja, das ist suboptimal. Bei mir passt.
Das schauen wir bitte. Ich habe einen 19er, 15er. 20, 14, 8, 3. 7, nein, 12, 15. Wer fängt da? Du fängst ab, bitte. Ich darf jetzt 3 heben. Nein. Nein. Immer eine. Immer eine. Was haben wir denn? Das heißt, das ist. Das kann man. Ja, ein 18er, der passt da fest zum 19er. Wieder ein 6er. Nein, das ist wieder. Achso, ja. Da haben wir gleich daneben. Was haben wir da? Okay. Dann lassen wir liegen. Weiter. Eine 15. Ja. Ah ja, da ist ja eh schon eine lose Linie, aber schon. Brauche ich nicht. Ich weiß den Dünner nicht, sag mal. Ich weiß den Dünner nicht. Ich habe eine neue, da muss ich aber kommen, die Zahlen. Ja. Ein Dreier. Aber ein Dreier ist nicht gut. Naja, ich würde mit dem 7er draußen. Schau, dass du da oben, ganz oben links imaginierst, damit du direkt Zahl kriegst. Okay. Das war nicht schlecht. Ich nehme einen Öffner, den lege ich da hin. Blödsinn, ja. 15. Er hat schon wieder mehr als wie? Das gibt's nicht. Ich glaube, wir machen was falsch, Daniel. Ja, das definitiv. Das ist. Was hast du zu? Ein 5er. Ein 5er, da ist mit 6er. Ich meine, ein 15er. Du hast gesagt, niedrig ist oben besser. Ja, ja. Und links ist da hier. So wie er, kann ich nicht. Ich wollte ja 1er, den nehmen wir. Nicht gut. 1er. Ja, ich nehme 6er und das da hier. Das ist schön. Der jetzt nimmt der Fladermann den 7er, ich glaub's jetzt dann. Geht. Daniel, wir machen irgendwas falsch in dem Spiel. Ja, wir lassen ja am Gewinner, so schaut's aus. Ja. Kann nix. Kann gar nichts. Ich tue den austauschen und tue den 18er da weg. Das ist gut, weil unten müssen wir das die Open sein. Ja. Und jetzt. Und da schon noch da aus, weil du hast größer und du hast kleiner. Was heißt das? Der ist kleiner, da ist größer. Passt schon. Gegen 15. Ja, der ist unright da. Wie du meinst. Ein 2er. Ja, fisch. Nur ein niedriger. Ja. Was hast denn du? Ein 9er? Ja, ja, da. Ja, ja, geht eh. Da geht er. 9er. Du kommst da. Ja, ich kann ja nichts. Nein, das ist ja. So 4. 16. 16 ist ja schlecht. Was ist, wenn ich es durchspiele? Tobi, hm? Du hast schon wieder nur 3. Was geht's jetzt da? Ich komme überhaupt nicht 4. Ja, nicht. Ein furchtbares Spiel. Weiter. Ich glaube, der legt uns. Der schummelt. Ja, der schummelt. Ich habe gesehen, das Rest ist das. Und das ist kleiner. 4 ist kleiner als 3. 8 und größer als 3. Ich glaube, der schummelt. Nein, schon. So, ich habe einen 8er. Okay. Der Tobi spielt das schon richtig. 10er. Ja, der 10er ist aber natürlich nicht so ganz verkehrt. Das kaufen wir. Ja, das ist blöd. Schau, das kauft er sehr. Ja, da schau. Ich bin nur gute Spieler da, ja? Ach, oh, ich muss sagen. Nein, wir wollen nicht. Kaufen. Das geht nicht mehr, da müssen sich können. Da austauschen. Austauschen können. Oder du bloß das halt. Geht der Dreier weg tun. Ja, tu das. Bringt er nicht. Du musst nur mal die zwei Felder bearbeiten. Du musst jetzt nur mal, du brauchst jetzt dann 11 bis 14 und da brauchst du dann 16 bis 19. Dann hast du gut. Und ich brauch keinen 10er. Daniel, ich tue das austauschen nicht mehr. Nein, das ist
blöde Idee. Wieso? Weil, was bringt dir das? 10 reiche Karten. Und hofft, dass du das Scherz kriegst. Na schon. 20. Jetzt bin ich unten. Ja, jetzt hast du den Tucken. Also. Aha, das war ein Fehler, gell? Mhm. Das war ganz ein schwerer Fehler. Weil man braucht jetzt einen heißen 11 bis 14 an. Also jetzt soll es vielleicht nicht mehr irgendwie was hergeben, gell? Ich bin schon kalbiert. Muss ich eigentlich nur austricksen. Ah, jetzt habe ich jetzt. Nein, 15 darf ich aber hergeben. Wie machst du das? Das geht mir nicht ein. Nein, 5 mag ich nicht haben. Nö. Ja, was tun wir denn jetzt? Daniel, wir ja, Blatt 3 schon tun wir. Das können wir wenigstens. Blatt 3 schon, das können wir. Das geht auch nicht. Ich mag nicht verlieren. Ja, wir werden auch verlieren. Das ist nicht mein Spiel, ganz ehrlich. Was hat's denn? 14. Dann warst du her. Auch du hast ja auch nicht gekriegt, die 14, schau. Ja, der ist schon 14, oder? Der ist schon 14. Das ist wurscht. Das ist wurscht. Also die Zahlen sind wurscht. Es muss nur größer oder kleiner in einer Reise. 16. Was haben wir dann? Warte, 13 darf ich ein. Kannst du einen 13er brauchen? Nein, kannst du auch nicht, gell? Kann ich einen 13er geben? Aber du musst ihn dann nehmen, weil sonst gewinnt er. Sag ich nur. Ja, dann tue ich den 13er daneben 14 hin. Dann kann er es theoretisch. Nein. So, da. Da. Aber es hat eh nichts geholfen, weil der Tobi schon wieder gut hat. Ja, gut, kann man leider nichts machen. Habe ich 6 Minuspunkte. Nein, jetzt haben wir ja auch da. Aber keine Chance. Wie gefällt euch das Spiel? Ich lieb's. Ja, ich weiß richtig geil. Nein, weil ich schon verliere, das ist nicht mehr Spiel. Ah, ganz ehrlich. Es geht ja nicht ums Gewinnen. Ja, aber Spaß. Ich schon. Nein, sage ich danke fürs Spiel. Gut. Baba. Baba. Welcher Gewinner mal nicht immer da? So, ja, ja. Der Hitzan. Ich fang an, ich hab verloren, ich bin eine Frau. Ach so, du gibst dir das Recht, dass du anfängst. Das ist eine ja. Das ist eine feine Logik. Okay, wir Männer, wir sind die Schwachen, wir sagen noch nichts. Ja, am Gescheitern. Das ist okay. Der Tobi hat das Ganze gehabt. Hast du eh nicht schon mit? Ich hab mir die blauen markiert, weißt du? Recht hat er.